Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, wir sind grob auf dem Weg Richtung, Richtung Kanone, um zu gucken, ob sich da irgendwas verändert hat. Aber ich habe ja gesagt, ich brauche auf jeden Fall noch Metall. Und das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen, dass ich hier noch eben schnell was einsammle. Ein bisschen was fällt halt beim Basisbau immer an, was man braucht. Mal gucken. So, zumal vom werten Grey Panther der Vorschlag kam, statt die Basis in die Luft zu hängen, und das haben ja auch ein, zwei Leute geschrieben, es sieht ein bisschen unrealistisch aus oder ein bisschen komisch, dass sie da so in der Luft hängt. Hat er gesagt, hängen sie doch an die Decke. Also das wäre ja durchaus wieder realistisch. Das heißt, einfach von meiner Basis aus Verbinder nach oben ziehen bis an die Decke. Bevor ich das mache, werde ich dann mal kurz speichern, weil auch dadurch ja eventuell ein bisschen Terrain weggenommen wird. Da muss man mal gucken, wie das aussieht. Aber das halte ich auch wirklich für deutlich realistischer. Weil Unterwassersachen mit Metall, mit Stahl an die Decke zu hängen, das wird, sicher auch funktionieren. Und ist relativ einfach umsetzbar. Kostet halt ein bisschen Metall hier, was wir dann wirklich auch einfach so verbraten, weil es keinen praktischen, es hat halt keinen praktischen Nutzen, ne? Es ist dann wirklich nur wegen der Optik. Ist der Song hier neu? Bin mir gar nicht so sicher. So, dann fahren wir mal eben zurück. Und können dann... Und das müssen wir jetzt leider eben doch wieder rausholen. Weil ich will den Kofferraum von der Motte leer halten, wenn es irgendwie geht. Ups. So, dann schmeißen wir das... Oh, Moment, jemand hat mir geschrieben, wie es gehen soll. Reingehen. Rausgehen, Escape drücken. Moment, was hat er geschrieben? Oh, jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Behälter wechseln, Taschenlampe. Doch, guck mal. Nee. Das wird so nicht funktionieren. Wir müssen die Motte andocken. Es ist so blöd gemacht in dem Spiel gerade. Wenn ich die Motte nicht andocke, kann ich echt nichts in die... Das ist doch aber merkwürdig. Das alleine kann es nicht sein. Es muss noch irgendwie anders funktionieren. Es muss noch... Aber hier, zuverlässig, ne? So, zack, so, jetzt funktioniert es wieder. Irgendwas ist merkwürdig da drin. Oh, jetzt habe ich meine Sauerstoffflasche abgelegt. Da, schau her. Was habe ich denn noch so abgelegt, was ich brauche? Gut. Okay, wir fahren erstmal weiter. Weil Quark, ne? So macht es irgendwie keinen Spaß. So, in die Richtung müsste ja die... habe ich das Signal eingeschaltet? Naja, komm, die Kanone will ich ja wohl noch finden. Dann düsen wir da mal eben runter. Wie gesagt, den Metallschrott. Na. Oh doch, komm. Das kann ich mir jetzt nicht. Das sind so viele. Das kann ich mir nicht hingehen lassen. Das sind gleich 4 Stück. Die brauche ich. Dafür sind das so viele, die hier gerade aufgeploppt sind. Die nehme ich mal eben schnell auf. Mal gucken. Vielleicht greift uns ja noch der ein oder andere Hai an. Und das geht auch noch, ja. Kann ich noch eins mitnehmen? Eins würde noch gehen. Hey, was ist das denn hier? Was ist das? Nein! Ach du Scheiße! Boah, krass! Boah, ist das krass! Heftig! Das habe ich ja noch nie. Dieses. Boah!
Heftig! Das ist die neue Animation von dem. Von dem. Oh, wie heißt der denn noch? Der ist ja übel. Der ist ja. Oh Mann, ich lass uns jetzt mal was trinken eben hier. Das ist. Boah, jetzt habe ich direkt Hunger bekommen. Das ist ja übel. Krasse Sache. Das hätte ich aber ganz gerne nochmal gesehen. So, hat uns ja jetzt nicht wirklich viel Leben gekostet. Wir speichern mal eben. Oh, da gehen wir mal raus. So, komm her, wo bist du denn? Der Messmer ist das. Krasse Sache, ey. So, Moment. 6. So, gleich mal die UI ausschalten. Wo ist denn der Messmer? Wurde der jetzt gefressen? Da unten sind welche. Dann komm mal her. Das will ich nochmal sehen. Die Animation. Oh, geil. Jetzt bin ich aber weg. Krass, sieht das geil aus. Übles Ding. Boah, ich mich verjagt. Ich dachte mir, was ist das denn? Das hast du ja noch nie gesehen. Krass. Krass, krass, krass. Richtig cool. Und ich habe mal ein Thumbnail. So schnell kann es gehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich pack mal das Messer weg, dann schwimme ich ein bisschen schneller. Wie cool. Na komm, wir mal mit hier. Aua, lass mich. Ah, oh, jetzt wohl doch ein Erste-Hilfe-Kit langsam. Okay, so, das soll mir reichen. Lass mal weiter. Wir schmeißen hier mal eben noch die Titanen rein und dann... Dann geht's weiter. So. Wie geile Animation da ist. Das sieht ja. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung für den Lärm. Das sieht ja richtig nach was aus, ey. Wahnsinn. So, mal gucken, wo wir hier die Insel finden. Oh, wir müssen viel weiter nach links. Zum Wrack. Müssen wir viel weiter nach links. Da müssen wir hin. Da, ne, bin ich aber ganz schön abgedriftet hier, was? Ja, weil da vorne lag ja, liegt ja immer so viel Metall. Und ich brauchte ja welches. Und ich besorgte auch nochmal so welches. Aber jetzt wollen wir mal sehen, dass wir da rüberkommen. Überleg, ob ich mich traue, gleich mit der Cyclops dahin. Ist denn da sonst noch was, was wir haben wollen? Man könnte natürlich versuchen, mit der Cyclops da unten mal einzudocken. Wenn ich mich das traue. Die letzten Male, wo ich sowas versucht habe, war mein Spiel danach hinüber. Das ist so eine Sache. Oder, naja, nee, gut, mit der Cyclops habe ich es ja überhaupt noch nicht versucht. Da bin ich ja noch gar nicht so gekommen, weil das Spiel hinüber war. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne hier mal ein paar... Guck mal, wenn wir schon mal hier sind, ich brauche noch für Observatorien, brauche ich auch noch Krams hier. Wir brauchen nämlich noch ein paar Zähne von den Jungs. Kann man die nicht einfach Metallschrott in die Arme spielen? Eigentlich ein Fisch, ne? Naja, wir versuchen es mal mit Metallschrott. Vielleicht geht das ja auch. Kann ich das in die Hand nehmen? Auf 5? Ja, kann ich. Na nun, hier schwimmt ein einsames Auge rum. Na ja, komm, dann können wir das hier auch nochmal aufnehmen, wenn wir es schon mal haben. Ist denn hier gar kein Stalker unterwegs? Wo sind die denn alle hin? Alle ausgeflogen hier. Glaube ich ja gar nicht. Ja, mal gucken. Wie gesagt, Metall brauche ich halt doch eine ganze Menge. Nee, keine Stalker hier. Ist ja unglaublich. Warum denn? Dann kommen Haie, da will ich nicht hin. Die brauche ich nicht. Ah, da unten ist einer. Sehr schön. Dann wollen wir mal gucken. Und Stalker ist und eventuell auch Zähne. Und komm her. Nimm mal. Und da liegt ja auch schon ein Zahn.
Na, noch spielt er damit rum. Soll er ruhig? Dann bräuchte ein 3. Ich möchte eigentlich nicht so gerne sterben. Mal gucken. Solange er hier rumspielt mit dem Metall. Jetzt sollte ich mir einen Fisch besorgen. Obwohl. Den hat er ja mal eben kurz geschreddert. Hier sind noch mehr Stalker. Das ist gut. Wo die sind, finde ich in der Regel auch 10. Mal gucken. Vielleicht wäre es ja gut, einen zu zähmen. Dann komm mal her. Wow, 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 wow. Da liegt noch ein neuer Zahn. Da ist schon einer. Sehr gut. Also hin da. Und wo ist... Ich glaube, ich brauche mal langsam Sauerstoff. Das wäre eine gute Idee. Dann gehen wir mal kurz nach oben. Dann den dritten kriegen wir bestimmt auch noch. Ich habe nicht gesagt, dass wir diese Folge zur Gun fahren, sondern wir fahren erstmal in Richtung. Nein, also ich muss ja sehen, ne? Die Sachen liegen alle auf dem Weg und es sind alles Sachen, die ich brauche gerade. So, ich hoffe, es kommt keiner von uns. Habe ich eigentlich noch ein Erste-Hilfe-Kit bei mir? Nein. Also muss ich ein bisschen aufpassen. Kein Erste-Hilfe-Kit gerade zur Hand. Aber das Metall besorge ich mir anschließend wieder hier. Wenn hier schon mal so viel rumliegt. Lass uns doch mal was scannen. Dann ist das schon mal weg hier. Dann leuchtet das nicht immer wieder auf. Na komm her. Nimm mal auf. Lass mich bloß in Ruhe. Ihr könntet doch jetzt ruhig nochmal einen Zahn verlieren. Ihr seid 3 Stalker. Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Und, ja, danke. Haben sie es ja schon gemacht. Da liegt ja schon einer. Ich überlege gerade, will ich jetzt nochmal 3 haben oder... Jetzt wird es langsam dunkel, ne? Das wird dann auch gefährlich. Ups, ich habe direkt gefüttert damit. Uiui, so schnell. Ich habe kein Metall mehr. Jetzt muss ich mal schnell welches aufsammeln. Aber zum Ablenken ist es für die Jungs ganz gut. Was ist das da? Ist auch nochmal Metallschrott. Dann gehen wir da hin. Aber es wird im Dunkeln jetzt auch nicht leichter, glaube ich. 5. So. Nee. Ihr seht langsam immer weniger. Ich glaube, für euch ist gerade dunkler als für mich am Monitor. Ja, dann lass uns doch mal abhauen hier. Dann lass uns doch einfach mal abhauen. Ja, das sieht auf dem zweiten Monitor sieht's dunkler aus als bei mir. Egal, wir haben 3 Stück. Das reicht erstmal für ein Observatorium. Da sind wir schon mal ganz gut mit bei. Und dann geht's weiter hier, nachdem wir... Au, das ist gut. Das nehmen wir gleich mal mit hier. Das erste Hilfe-Kit. Besser ist das. Okay. So. Nee, Licht an. Machen wir das Licht aus und das Licht an. Da sind wir bisher mal gut mitgefahren. Schauen wir mal. Ach ja, das Praktische ist ja, ich kann ja den Teleporterraum, der da ist, nutzen. Ich glaube, hier ist schon die Insel, ne? Den Teleporterraum kann ich ja gut nutzen, um da direkt mal rüberzukommen. Auf die andere Insel, um dann vielleicht noch mal ein paar Pflanzen einzusammeln. Dafür sind die echt praktisch. Okay. Große Energiesignatur entdeckt in der Gegend. Ist klar. Ist sie denn da, die Gun? Ja, sieht im Dunkeln auch ganz eindrucksvoll aus, ne?
Dann können wir mal versuchen, ob wir da einparken können. Das wäre ja schon ganz geil, wenn wir da mit der... Das versuchen wir einfach mal. Ich speichere dann jetzt mal eben. Und Moment, ich muss mal eben Fenster zumachen da draußen. Das ist ein bisschen doof. Die Jungs will ich nicht in der Aufnahme mit drin haben. Eigentlich sollten sie arbeiten und nicht rufen. Keine Ahnung, die ganze Flur stinkt nach Lösungsmitteln. Ich möchte gar nicht wissen, was sie da verarbeiten, aber es ist garantiert nicht gut für Geist und Körper, denke ich mir. Und sie lassen immer die Haustür unten auf. Mit so einem Schnapper. Weißt du, dass bloß auch kein Versicherungsschutz besteht, weil jede Sau unten rein kann. Und sie versucht eben darauf anzusprechen, aber nein, angeblich sprechen sie nicht ein Wort Deutsch. Und auch kein Englisch. Ich frag mich mal, wo sie die Leute her haben. So. Ich glaube... Ja, da unten ist der Eingang. Hier ist auch schon der erste Warper. Dann gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Gespeichert haben wir ja. Ah, da müssen wir wohl nochmal zurück eben. Kann mit diesem Riesenschiff auch echt nicht gut lenken. So eine schöne Seitwärtsbewegung ist damit nicht drin. Lass uns mal etwas vor. Und jetzt seitwärts. Das war noch nicht genug. So müsste das doch gut passen. Okay, und jetzt mit Cam fahren, oder? Was war denn das für ein Geräusch? Akku leer? War das so ein Akku-Leergeräusch? Oh, passt doch gut rein. Oh, passt doch sehr gut rein. Ja, cool. Als würde sie hier reingehören, ne? Okay. Stellen wir mal aus. Nochmal eben schnell. Ach komm, können wir nochmal eben. Okay, Liveport 7 ruft auch nochmal um Hilfe. Noch ein Signal aufgenommen. Können wir alles mal mitnehmen. So, nochmal eben essen und trinken. Vielleicht noch ein bisschen mehr trinken. Du kommst da rein. Ich muss eben für Nachhaltigkeit sorgen. Und das schon mal wieder neu anpflanzen. So, passt. Scanner haben wir dabei. Ein Bildtool haben wir dabei. Wir haben... Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Ne? So, okay. Dann gehen wir mal raus. Ach ja, die ist doch groß genug. Also weil man sagte, da passt Karen auch rein. Die ist ja noch richtig Platz drin. Die ist ja noch richtig Platz drin. Mein Thumbnail, so. Scans indicate structure is composed of a metal alloy. Okay. Hier kommt man nicht rein. Noch nicht. Ach ja, richtig. Lila Artefakt. Moment, das finden wir doch draußen, das lila Artefakt. Das finden wir nach draußen. Dann lass uns doch mal eben mit der Motte nach oben gehen und dann sammeln wir das lila Artefakt ein. Das machen wir mal. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja machen. Aber mit dem Schiff wollte ich mal andocken, um zu gucken, ob es geht. Und es geht. Zack. So. Mrs. Reeves. Okay. Ich habe wieder eine Nachricht im Hintergrund empfangen. Okay, unidentified craft in orbit of... Okay, mhm. Ja, ja, wieder der Hinweis, dass alles im Orbit abgeschossen wird. Und du lässt mich bitte in Ruhe. So, ich hoffe, ich werde hier jetzt keinen... Lithium nehmen wir sehr gerne mit. Es ist gut, dass wir gerade hier sind.
Hier haben wir ein kaputtes lila Artefakt. Das müssen wir scannen, damit wir uns eigene herstellen können. Dafür brauchen wir dann ja so einen Ionenkristall. Moment, hier lag aber doch ein richtiges lila Artefakt irgendwo im Strand, oder nicht? Oder gibt es das jetzt nicht mehr hier? Ursprünglich lag doch hier noch eins direkt irgendwo rum, ein fertiges. Sonst wäre es ja blöd und komme hier gar nicht rein hier. Nee, so weit weg war das nicht. Aber wir können das trotzdem mal eben einscannen. Hier lag doch aber so sonst eines rum. Vielleicht haben sie das auch rausgenommen. Dass Fragmente von alleine hier so rumliegen. Sondern sie wollen, dass man es herstellt. Es kann... Oder ich übersehe es. Das ist auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Dass ich es einfach stumpf übersehe. Lass uns nochmal suchen eben. Sieht jetzt auch besser aus hier, glaube ich, ne? Oder? Ups, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, hier brauche ich auch ein lila Artefakt. Können wir mal scannen. Dann ist es auch weg. So, Datendownloads, Artefaktterminal. Was steht denn jetzt hier im PDA drin? Ja, okay. Das haben sie aber leider immer noch nicht übersetzt. Das ist schade. Das ist schade. Nee, also ich sehe hier keins rumliegen. Kann mir nicht helfen. Dann gehen wir mal runter. Wieder mit der Motte. Und sonst craften wir uns halt mal welche. Ja, Magnetit brauche ich gerade nicht. Sonst craften wir uns einfach mal welche. Dafür bräuchten wir aber Ionenkristalle, meine ich. Und ein bisschen Titan oder so. So, dann gucken wir hier mal, was geht. Erstmal andocken. Stück. Inventar gesichert ist schon mal gut. Vielleicht schalten wir hier einfach mal eben Scheinwerfer ab. Damit wir nicht so viel Strom verbrauchen, falls sich das überhaupt auswirkt hier. Ich glaube das ja nicht mal. So. Okay, dann gucken wir mal. Aber ich glaube hier... da kein lila Artefakt zu finden, ne? Das finden wir in der anderen Basis da hinten. Ja, die habe ich mir jetzt natürlich nicht wieder geholt. Warum sollte ich das auch? Wozu sollte ich mir die Artefakte holen? Also, das finde ich ja doof. Wenn man neu startet, muss man... sieht gut aus hier bei dem Würfel. Wenn man neu startet, gehört sowas dazu, dass wir uns die Sachen nochmal wieder besorgen, finde ich. Ah, die Musik ist hier wie immer großartig. Was kann ich denn hier scannen? Alien Structure. Okay, jetzt schon. Die Entfernung. Hatten wir ja auch schon mal. Ich mache das jetzt gerade nur der Vollständigkeit halber. Ach ja, und dieses Portal, das haben wir ja überhaupt noch nicht in Gang bekommen, ne? Das war ja so. Dieses Portal hatten wir überhaupt noch nicht in Gang bekommen. Das weiß ich auch noch nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich finde das interessant, wie die Dinge anfangen zu leuchten, wenn ich mich ihnen nähere. Okay, auch auf die Gefahr hin, dass wir da oben nicht weiterkommen, weil wir kein lilanes Artefakt haben, würde ich mich trotzdem ganz gern umschauen. Liegt denn hier eins oder muss ich hier eins? Ja, hier liegt eins. Ja, dann können wir doch in der nächsten Folge nochmal weitermachen. Das wäre doch jetzt mal eine Idee, ne? Gut, dann machen wir das. Dann würde ich mich freuen, euch wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.